Lausanne war schon nahe an der 1:0-Führung. Wie nahe sehen wir hier? Denn Weber sah nichts. Und Garrett Rowe rettet. Und die Schiedsrichter werden sich diese Szene auch noch einmal anschauen. Wow. Der dann die Scheibe Richtung Tor gebracht hat. Und dann die andere 9. Garrett Rowe hat hier geklärt. Macht sie. Und dann Marti, und das ist das Tor. Marti hatte zuerst die Scheibe noch blockiert, dann aber Etienne Froidevaux mit dem Führungstreffer für Lausanne. Zuvor noch knapp gescheitert oder eben etwas weniger knapp, aber jetzt hat die Scheibe gepasst, ausgerechnet Etienne Froidevaux, also den Mann, auf den man in Zukunft nicht mehr zählen wird. Marti blockiert hier zuerst noch und dann kommt hier Froidevaux und nicht ganz unhaltbar, definitiv nicht für Ludovic Weber. Garrett Rowe, Phil Baltisberger, dann Gehring und die Ablenker und der Ausgleich, Tor! Chris Baltisberger mit dem 1:1. Steht da, wo er stehen soll, Chris Baltisberger hier in der 26. Minute. Zuerst vom Bruder die Scheibe auf Gehring und dann nimmt eben Chris Baltisberger Tobias Stephan. Ja, nicht einmal zwingend die Sicht, aber ja, war er überhaupt dran? Hier tolles Zuspiel von André Guetta, das Tor von Garrett Rowe. 2:1. Was für eine Vorlage von Sven André Guetta hier in der 44. Spielminute. Garrett Rowe besorgt den Rest. Die Tennessee Lions gehen ein erstes Mal in Führung in dieser Partie. Mit einem Pass alle ausgehebelt. Und mit einem Schuss Stephan ausgehebelt. Man kann jetzt auch sagen, so einfach kann Eishockey sein. Und jetzt hier Scheibe bei Tour. Gegenstoßmöglichkeit aber. Und das Tor! Christian Marti, 3:1. Hoppala. Satter Abschluss hier. Und plötzlich ein 2-Tore-Vorsprung. Der Verteidiger ist hier ganz vorne fürs Tor besorgt. Christian Marti. An der Fanghand von Tobias Stephan vorbei. Und der sitzt ganz genau.